Wenn es hier nichts gibt, außer diesen Ziegenkopf und dieses... Ist das vielleicht ihre Fressstätte? Wie ich das... Wenn ich dieses Geräusch der Fliegen schon höre, wie es mich da einfach überall juckt. Mich juckt es halt über... Ich sollte mich mal wieder waschen. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Nervosität. Ich weiß es wirklich nicht. Also hier scheint sie ihr Fressgelage zu haben. Ihr kleines Lagerchen. Wieso ist hier diese Tür offen? Wo ist sie? Soll das diese Hexe sein? Okay. Lass sie rumrennen. Wir brauchen ja nur Licht. Die sieht aus eher wie so ein Teufel, nicht wie eine Hexe. Ja, mach's weg. Du kriegst mir eh nicht. Hätte ich vielleicht doch erst in der anderen Richtung gucken sollen wieder? Was bist du denn? Warte mal, ich gehe nochmal zurück. Die Hexe ist ja jetzt nicht das Problem, aber ich will mal gucken, was hier oben ist. Hier ist tatsächlich nichts, okay. Okay, dann gucken wir hier nochmal. Vielleicht sollten wir ihr mal hinterherrennen. Die faucht wie meine Katze. Sie rennt bei dem kleinsten Lichtstrahl, rennt sie weg. Also ich finde es... Okay. Okay, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Die war aber voll weit weg hinten. Und dann war sie auf einmal genau vor uns. Ich weiß nicht, ob sie sich porten kann oder so. Keine Ahnung. Aber wir kriegen dadurch natürlich auch Errungenschaften. Und ich glaube, das sind auch geheime Errungenschaften. Ich muss dann direkt mal gucken. Aber okay, ja. Ich habe den Troll gruseliger gefunden. Also im Sinne von, weil es halt damit zusammenhing, dass man sich echt an ihm vorbeischleichen musste. Und ich bin auch sehr gespannt, ob wir noch auf den Eric treffen. Wo musste ich jetzt lang? Achso, doch, das war hier. Ob uns der Eric echt noch begegnet. Aber wenn er wirklich unseren Sohn geklaut hat, dann wird es wohl so sein. Da oben war ich schon, da geht es nicht weiter. Wir müssen bei der Hexe lang. Okay.
sie. Hier sind wir vorhin schon mal gewesen. Schon ein bisschen niedlich, oder? Kann die sich porten, sag mal, oder sind das mehrere? Ich warte immer, bis sie wegrennt. Wie man sich immer noch versucht, ein bisschen umzugucken. Da ist sie wieder. Was ist das hier? Was hat das zu bedeuten mit der Tanne? Sind wir jetzt in diesem Örtchen? Die hat sie auch an wie so eine Wildsau. Irgendwo da unten rennt sie rum, keine Ahnung. Vielleicht hat sie sich auch festgebackt. Sie kündigt sich jetzt zum Glück immer an. Hier kommen wir nicht hoch. Ja, da drüben bist du. Oh, wo geht's hier lang? Ich renne wieder zurück. Okay, keine Ahnung. Ich bin gerade überfordert mit diesem Riesengebiet hier. Hier oben konnten wir nicht lang. Ich glaube, wir sind aus dem Hexenbereich raus. Ja. Wir sind aus dem Hexenbereich raus. Okay. Ich habe mich versucht, ein bisschen umzugucken. Aber gefunden habe ich nichts. Ich habe auch keine Ahnung, wo es hier weitergeht.
Tag wird es immer noch nicht. Runter können wir, denke ich, eher nicht. Nee. Okay, lade bitte. Okay, wir haben den Hexenteil geschafft. Wo es mich überall krabbelt. Furchtbar. Zack, ja, waschen. So nach einem Jahr. Ach so, ich bin schon wieder da. Ich dachte, jetzt kommt eine Filmsequenz. It sounds like a cliché, but I thought monsters were just in books and movies. In our dreams. But on the island, there were monsters everywhere. That blind creature, it almost killed me. The horrific thing in the cave. And Eric had taken my son. I wanted to hurt them all. I wanted them to be scared. Does that make me a monster too? Das hat ein bisschen damit zu tun, dass sie auch ein bisschen mit sich selber kämpft. Mit ihrer ganzen Situation. Das sind übrigens, glaube ich, heißen die Goblin- oder Zwergentüren. Da kann man auch alle finden und dann kriegt man eine Trophäe dafür. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon hin soll. Nee, hier sieht es aus, als würde es weitergehen. Warte mal, wir gehen nochmal zurück. Da ging es ja noch in die andere Richtung. Sie hat aber schon sehr an Ausdauer dazu gewonnen, muss ich sagen. So, warte, hier konnten wir noch runter, nämlich. Vielleicht sind wir auch bloß im Bogen gelaufen, ich weiß es nicht. Aber ich will mich ja hier auch noch umgucken. Ah, okay, okay, okay. Es war bloß eine Abkürzung sozusagen. Das Stück hier und die Verlängerung war dafür, dass wir diese Tür finden. Ja, okay, sie hat enorme Ausdauer dazu bekommen, muss man mal sagen. Ach, schon wieder. Ehrlich jetzt? Entschuldigung. Sind wir jetzt zurückgerannt? Nee. Mach dich fort. Okay, einmal im Kreis gelaufen. Die verschwindet einfach so in einem Stein. Ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen zügiger hier durch. Okay, da hinten geht's weiter. Komm, mach dich weg. Ich weiß genau, dass ich Licht dabei habe. Jetzt bin ich das andere Stück wieder nicht gegangen da vorne.
Rightwind. Ich will nochmal zurück. Ich habe die andere Ecke da vergessen. Das nervt mich. Ich will alles mitnehmen in dem Spiel. Es tut mir leid. Ich habe aber anscheinend irgendwie das Talent dafür, immer den Weg zu nehmen, der storytechnisch weiterführt. Das nervt mich. Dann laufe ich lieber 5-mal in Sackgassen. War denn das jetzt? Oder ist das wieder nur eine Abkürzung gewesen? Wären wir vielleicht von hier gekommen? Okay, ich glaube, es wäre nur eine Abkürzung gewesen. Ja. Okay, nicht so schlimm. Dann gehen wir wieder zurück. Alles gut. Alle gut. So. Jetzt ist die Hexe auch wieder weg, komischerweise. Verstehe ich auch manchmal nicht, warum die auf einmal da ist und dann verschwindet sie wieder und... So. So, da hat nur einen Speicherpunkt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Habt ihr auch den Met getrunken haben? Hier ist was zum Lesen. Das Geschrei dieses Miststücks. Ich kann es nicht länger ertragen. Das Geräusch klingt so seltsam hier oben in den Hügeln. Ich kann hören, wie sie Vögel fängt und nach ihrem Gefährten ruft, der schon lange fort ist. Wie sie den Verlust ihrer Augen betrauert. Scheint, als hätte die Wache vor ein paar Tagen eine Falle aufgestellt, hat sie mit einem Haufen toter Krähen in der Nähe des Wachturms gelockt und kochenden Teer auf sie gegossen, als die Neger gekommen ist. Sie haben versucht, mit brennenden Pfeilen auf sie zu schießen, aber eher findet man ein Pferd mit Kiemen als einen Mann der Wache, der gut zielen kann. Das elende Ding ist nicht so gestorben, ist nur wehklagend in der Dunkelheit verschwunden. Aber das Geschrei, wenn sie mir nicht den Schlaf rauben würde und ich wegen ihr nicht meiner eigenen verlorenen Liebe nachtrauern müsste, hätte ich beinahe Mitleid mit ihr. So wie ich Mitleid mit diesem alten Mann Eric und seiner furchtbaren Aufgabe habe. Okay. Man hat also versucht, sich um die Hexe zu kümmern. Lass mich doch hier... Aber dieser zerbrochene Mond, wieso ist der Mond zerbrochen? Das verstehe ich nicht. Schneit es? Oh ja, es schneit. Das ist auch ein Toter. Hier ist noch eine Notiz. Der Krieg. Eric hat uns heute Nacht von dem Pakt und dem Krieg vor langer Zeit erzählt. Man sagt, man könnte die Schrecken Ragnarok überall hören. Selbst als unser Volk hierher in Sicherheit gebracht wurde, die Erde bebte, riesige Bauten Asgards fielen aus dem Himmel über dem Berg, den wir heute Vagfjeld nennen. Fenrir tötete Odin, legte beinahe alle Welten in Schutt und Asche. Nur wir auf Hotmirmirs Holz bleiben übrig, hierher geführt von Odins Sohn wieder. Sehr geil. Mimir? Wer ist Mimir? Ach, schön. Mjölmir hieß er. Der Hammer von Thor. Okay, hängt auch schon wieder eine. Müssen wir jetzt runter? Nee, runter wäre Quatsch. The dead lay restlessly there, forgotten by everyone. When my father died, we buried him and we mourned him. I told Espen he was in a better place and to remember his grandfather as he was before he got sick. Who was mourning these people? Where were they remembered fondly? It seemed like the people on the island had been fighting to hold on for so long, then just
let go. But I wasn't ready to let go. I wasn't ready to let Aspen become a memory. Das wollen wir ja auch gar nicht. Wir wollen ja unseren Sohn zurückhaben und nicht, dass er hier zurückbleibt. Der hat eine ganz andere Maske auf. Ach nee, der hat so einen Helm auf. Das ist ein Typ. Okay, die Brüder sind eingesperrt. 1. Der Tag war erfolgreich. Die Ältesten haben endlich beschlossen, dass den Wagen Einhalt geboten werden muss. Und seht, wir haben es geschafft, die Bastarde in der Schlucht einzuschließen. Wir haben einige junge Männer als Kundschafter in die Tunnel geschickt und sie angeordnet zurückzukehren, wenn sie die Welpen rumschleichen sehen. Nachdem diese Aufgabe abgeschlossen war, ist eine Gruppe von uns mit toten Ziegen und Eimer voll Innereien durch die Tunnel hoch in die Schlucht geschlichen. Die blutige Sauerei wurde in einer dunklen Ecke des Gebirgspasses auf dem Boden verteilt. Der Geruch von Blut hat die dummen Kreaturen angelockt und sie kamen schnüffelnd in die Schlucht gelaufen. Ich hatte sie nie zuvor gesehen und ihre Größe machte mir Angst. Sie waren gigantisch, so groß wie ein Mann, doch dünn und kränklich aussehend. Auf beiden waren Zeichen zu sehen, die in der Dunkelheit zu leuchten schienen, als sie aus dem Tunnel traten. Okay. Sind wir von hier gerade gekommen? Ja, ne? Warte mal, waren wir hier schon? Nee. Oder? Nee, waren wir noch nicht. Okay. Die Brüder sind eingesperrt, 2. Und sie haben einander zugeflüstert, da bin ich mir sicher. Sobald sie auf der anderen Seite damit beschäftigt waren, sich die Bäuche vollzuschlagen, rannten wir hinter ihnen durch die Schlucht und verschlossen alle Türen von innen. Somit waren sie gefangen. Wie sie brüllten, als sie verstanden, was wir getan hatten. Die Tür, die mir am nächsten war, erzitterte, als die Brüder sich dagegen warfen. Aber es war vergebens. Die Türen waren gebaut, um stärkeren Bestien als diesen standzuhalten. Nun, da die Türen versiegelt sind, wird es beinahe unmöglich sein, von einem Dorf zum anderen zu reisen, da allerlei gottlose Kreaturen auf dem Faden ihr Unwesen treiben. Doch die Brüder sind nun auf ewig eingesperrt. Ein großer Tag für die Insel, zum ersten Mal seit einer sehr langen Zeit. Okay, welche Brüder sind eingesperrt worden? Habe ich irgendwas verpasst? Hier waren wir. Ne, von da sind wir gekommen. Okay, okay, okay. Aber die meinen nicht die Türen, dass die verschlossen sind, oder? Das bringt doch gar nichts. Da hupen die einmal. Ach nee, die können ja hier im Spiel nicht springen. Ich bin gespannt, was noch auf uns wartet. Ich bin jetzt immer noch in der ersten Aufnahmesession. Wir sind immer noch bei Raidwind. Ich kann einfach nicht aufhören. Ich finde das Spiel gerade mega spannend. Ich habe Urlaub. Ich will die Zeit nutzen zum Aufnehmen. Oh nein. What's that sound? Ist das wieder so eine Hexe? Warum ist die Musik auf einmal hier so schön? Dangerous. Eine Schlange. Komm schnell drüber, hier liegen die Latten noch schon drauf rum.